Es ist Mitte der Woche. Damit herzlich willkommen zu MDR um 2 an diesem Mittwoch. Auch noch mit diesen Themen für Sie heute. Ja, wir schauen zuerst in den Köfhäuser Kreis. Hier hat sich am Abend ein tragischer Unfall ereignet. Auf einer Landstraße bei Ringleben war ein Autofahrer mit einem Reh kollidiert. Vorschriftsmäßig will der Autofahrer dann die Unfallstelle absichern. Doch in dem Moment, als er das Warndreieck aus dem Kofferraum holen möchte, geschieht dann das Unglück. Pommes mit Meinung. Morgen machen wir uns dann auf den Weg nach Chemnitz. Zugegeben, die Zeit der Mücken ist gerade vorbei. Ein kleiner Vorteil der kälteren Jahreszeit, denn ihre Stiche sind nicht nur nervig und juckend. Stechmücken sind schon lange als Überträger von Krankheiten auch bekannt. Inzwischen fühlt sich auch die asiatische Tigermücke bei uns sehr wohl. Man findet sie von Süddeutschland bis hoch ins thüringische Jena. Und das ist alles andere als ungefährlich. Ja, sehr viel Wissenswertes zu unserem Themenschwerpunkt. Wir machen Klima, finden Sie also auf mdr.de/klima. Und hier finden Sie auch jede Menge Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Und wir haben jetzt noch einmal aktuelle Meldungen aus Mitteldeutschland. Für Sie kurz und kompakt. Ja, Bio- und Ökosiegel waren es noch vor einigen Jahren, die dem Verbraucher ja sagen sollten, dass sie hier was Gutes und Gesundes kaufen. Jetzt kommen immer häufiger noch Aufdrucke wie Klima- oder CO2-neutral mit dazu. Also ein Produkt, das die Umwelt oder das Klima eben nicht belastet. Klar soweit, doch was ist denn wirklich dran an diesem Versprechen? Ja, Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, egal wo, opfern ja ihre Freizeit, um Brände zu löschen und eben auch Menschenleben zu retten. Dafür verlangen sie nicht wirklich viel, da es für fast alle eben eine Selbstverständlichkeit ist. Aber wenn so eine Freiwillige Feuerwehr plötzlich in den Streik treten will, scheint so einiges im Argen zu sein. So wie bei den Ehrenamtlichen in Atzmannsdorf in Thüringen. Kein Einzelfall übrigens. Ja, was sagen denn Eigentümerverbände dazu eigentlich? Klagen nehmen zu, seit Jahren. Mehr dazu heute Abend, 20.15 Uhr im MDR-Nachrichtenmagazin. Exakt. Werner Hebelt ist sehr traurig, denn es scheint momentan so, dass sein Lebenswerk nicht weitergeführt wird. Er und seine Frau haben sich seit Jahren um die Schulze-Mühle in Klipphausen bei Dresden gekümmert. Jetzt sind sie über 80 und sie finden einfach keinen Nachfolger für die wunderschöne Mini-Ausgabe einer Mühle. Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters und bei einem Wettbewerb kann da auch jeder seinen eigenen Geschmack mit einbringen. Aber in diesem Fall steht eine Schönheit fest, zumindest für Deutschland. Von innen und von außen. Schön. Siehst du, ich wollte es dir gerade rüberwerfen, den Ball. Geht es uns mit dir, lieber René? Warst du schon mal eine Miss Europa oder sowas? Nein, war ich noch nicht. Habe ich auch nicht vor. Aber ich schlag dich mal vor. Ja. Für im Europapark. Und bei euch geht es aber nicht um die Miss Miss Europa, sondern ich wurde gebastelt. Es geht. Wir freuen uns sehr auf eure Dekokunst. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Euch beiden bei MDR um 4. Und wir sehen uns morgen um 2. Bis dahin. Tschüss.